Jungkretzen hier in den letzten paar Runden hier. Wow, was wird eng hier? Einfach sauber fahren jetzt. Fehlerfrei durchboxen. Und wir haben dann ein Endergebnis in 3 Minuten. Mit verpassten Hindernissen, alles okay. Alles frei. Sascha in Führung, Schimmel Pfennig auf die 2, Oliver auf die 3, Mittelgang auf die 4, Max Schulze 5 von Leon. Warte mal, nee, die reinfahren und dann einfach weiter. Das geht so auch nicht. So bitteschön. Wenn regulär überholen, dann regulär. Nicht einfach, einfach umdrehen und dann überholen. Das geht nicht. Gleiche Regeln für alle. Siehst du, da war der Fehler und dann hast du den Platz. So macht man das. Gilt für alle. Zweieinhalb Minuten. Ja, schön warten, das ist gut. Eins ist ranfahren, das andere ist sauber überholen. Zu teuer jetzt überholen. Ja, da war die Lücke, kommt aber da noch sauber durch. Bisschen große Bogen, jetzt nicht einfahren. Ihr Jungs, bleibt sauber. Hier ist Überholung von hinten, das weiß-blaue Fahrzeug hinter, bitte das orange Fahrzeug. Das führt man hinter das orange, genau. Zweites Ziel ist auch da. So, ich weiter fahren. Das ist nicht dein Fehler, komm. Dafür erfahren wir Rookie-Klasse, dass wir lernen, damit umzugehen. Ja, dann lernt man aber raus, das sehen Sie, oh, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist zwar schneller, aber langsamer raus. Letzte Minute. Schimmelfennig führt, Göring ist auf die 2, Max Schulze auf 3, Mittel auf die 4, Oliver Metzger auf die 5 und Leon auf die 6. Fahrfehler von der 2-Platzierten. 20 Sekunden noch. Jetzt kommen wir rein, dass alle über die Ziellinie muss. Passiert im Gegenteil hier durch.
Schimmel Fanny hat das Ding hier gerockt. Sascha ist 2, Max ist 3, Mädel ist 4, Oliver ist 5 und Leon ist 6.